not afraid to die. I'm afraid to lose the battle. Am 17. Februar rief die Opposition den Tag des Zorns aus und forderte das Volk auf, sich gegen Gaddafi zu erheben und zu demonstrieren. Einige Gaddafi-Getreue wechselten auf die Seite des Widerstandes und bildeten eine Übergangsregierung. Innerhalb kürzester Zeit übernahm der Widerstand den kompletten Osten des Landes. Einer aus dem Widerstand war Mohammed Nabous, auch Mo genannt, Besitzer einer kleinen Computerfirma in Benghazi. Er wurde zur Stimme der Aufständischen, gab Interviews und twitterte die Ereignisse vor Ort auf Arabisch und Englisch. Viele Libyer schickten ihm Material zu, das er veröffentlichte. Dadurch wurde er wichtigster Informant für große Sender wie BBC oder CNN und gründete im Februar den Internetsender Libya Alhura TV. Trotz Internetsperre veröffentlichte er über einen illegalen Satellitenuplink seine Bilder und Videos. Am 19. März verstummte die Stimme Nabous. Bei Kämpfen um Benghazi wurde er von einer Kugel in den Kopf getroffen. Er verstarb im Alter von 28 Jahren an den Folgen der Verletzung und hinterließ seine schwangere Frau. Sie verkündete den Verlust Nabous über seinen Sender und forderte die Leute auf, weiter zu kämpfen. Mohammed Nabous war zweifelsfrei einer der wichtigsten Personen beim libyschen Aufstand.